Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zum ersten Video des Jahres 2023. Ich bin ein bisschen kurzarmig, weil ich hier gerade in diesem 18% Berg hänge. 2 Stunden muss ich fahren. Gestern, also am 31. das Jahr nochmal gut beendet mit einem 100, mit einer 100er Tour. Knapp 3,5 Stunden, ein bisschen über 3,5 Stunden. Oh, war das längste. Die längste Fahrt seit Kosumel. Und jetzt brauche ich beide Hände, weil es wird irgendwie immer steiler. Und die Beine merken die lange Fahrt von gestern. Ich melde mich. Let's go. Oh. Was bei euch gerade auch so nice ist. I doubt it. Und auf geht's zur zweiten Trainingseinheit. Schwimmen jetzt. 25 mal 100, 10 Sekunden Pause stehen dran. Ja, ist so eine klassische Trainingseinheit von uns, beziehungsweise eigentlich eher 30 mal 100, aber ist jetzt irgendwie die erste richtige Trainingswoche, von daher noch ein paar Wiederholungen weniger. Freue mich jetzt eigentlich und bin jetzt auch ein bisschen gespannt. Der Parkplatz hier ist schon ziemlich voll. Ich meine, heute ist der Tag der Motivation. Auch die nächsten Tage bin ich gespannt, wie viele Schwimmer, Schwimmerinnen mehr in den frühen Morgenstunden sich motivieren können, in der Früh zu bewegen. Ich werde auf jeden Fall berichten, ob die Bahn voll ist. Also, das war gut. Bin zwar ein bisschen optimistisch. Meine 100er in 1,22 angeschwommen. Da waren dann die letzten 5, 6, 7 Stück, waren schon ganz schön zäh. Aber ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Im Schnitt hat jetzt die Uhr 1,23 gestoppt. Und damit kann ich eigentlich gut leben. Das ist auch das, was man auf Strava sehen wird. Das ist ja meistens nur irgendwie, wenn ich so Hauptsets schwimme mit vielen Wiederholungen, habe ich die Uhr noch mit dabei, einfach, dass ich mich nicht verzähle, um ehrlich zu sein. Und es war auch nicht so viel los, also von daher ging das. Um früh geht's weiter. Ja, und so ging dann mein erster Trainingstag, der erste Tag im Jahr 2023 auch zu Ende. Einmal Radfahren, einmal Schwimmen und an der Stelle möchte ich nochmal kurz Danke sagen für das ganze Feedback zu meinem kleinen Keine-Süßigkeiten-Projekt für diesen Monat. 2 Tage sind schon fast geschafft. Gestern Abend war es ein bisschen fies. Ich hatte mich schon auf der Radfahrt, dann mir schon, ach später dann zum Kaffee so ein Stück Schokolade und ist mir eingefallen, ach nein, geht ja gar nicht. Und Susi schickt mich abends dann einfach nochmal in die Küche rüber, um ihr Schokolade zu bringen. Also nur so zum Thema Versuchen und so. Sie meinte, wir trainieren damit mein Mindgame. Ich hätte auch drauf verzichten können, sagen wir es mal so. Aber es ist auf jeden Fall mega krass, wie das Thema Ernährung immer einschlägt bei euch. Also es scheint wirklich irgendwie mega interessant zu sein für euch. 50 Kommentare, 51 jetzt sogar, und ich habe noch auf kein einziges geantwortet. Das werde ich jetzt dann gleich mal vorm Fernseher machen. Der ein oder andere hat schon gesagt, die ein oder andere hat schon gesagt, sie machen auf jeden Fall mit, sind mit dabei. Also Leute, stay strong, wir schaffen das. Ich finde so die ersten 3-4 Tage sind so das Schlimmste, bis man dann auch wieder so neue Routinen findet, was Nahrungsmittel angeht. Ich habe schon mit Joghurt und Quark und Ahornsirup auf jeden Fall den Kühlschrank aufgefüllt. Ich werde wahrscheinlich auch mal so Geschmackspulver ausprobieren. Habe ich jetzt bisher in meinem Leben noch nie gemacht, aber vielleicht ist jetzt mal der Zeitpunkt, um da so die Cravings ein wenig zu stillen. Dann waren 1-2 Kommentare dabei, die so in die Richtung gingen, ey, warum verzichtest du auf Zucker, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht, und man lebt ja sonst schon so ganz gesund, und das stimmt auch prinzipiell, ne? Ich müsste das jetzt auch nicht so hart machen, aber ich weiß halt für mich, dass ich mir leichter tue, das jetzt so umzusetzen, als eben zu sagen, okay, gut, ich verzichte jetzt irgendwie so auf die ganze Packung Schokolade und isst nur ein kleines Stück.
Und ich muss auch dazu sagen, wenn dann der Januar vorbei ist, werde ich da aber schon wieder zurückgehen. Ich werde ab und zu Süßigkeit essen. Ich will schon schauen, dass es ein bisschen in geregelteren Bahnen bleibt als jetzt. Also nicht wieder so komplett die gleichen Muster verfallen. Und das wird mir auch gelingen, da bin ich mir 1000% sicher. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn das mega viel Energie kostet und immer dieser Verzicht und diese Selbstkasteien dann auch mit einhergeht, würde ich sagen, ey, meine Güte, dann ist es auch nicht so schlimm. Also es geht jetzt auch so für den Januar, wenn man dann mal einmal ein Stück Schokolade gibt. Naja, es ist halt ein Fail, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Genau, also das noch ein paar Gedanken dazu. Im nächsten Video werde ich euch mal genau dann abwiegen und zeigen, was ich so esse. Ich werde da schon auch drauf achten, vor allen Dingen was dann so die Kohlenhydratverfügbarkeit angeht, vor intensiven Trainingseinheiten. Sag ich mal ganz blöd, ne? Wenn man einen stressigen Tag hat, irgendwie, keine Ahnung, auch, warum auch immer, und man weiß, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie 2-3 Stunden hart dein auf der Rolle, dann esse ich halt irgendwie, keine Ahnung, eine Packung Gummibärchen und dann sind auf jeden Fall genügend Kohlenhydrate damit abgehandelt. Das mache ich jetzt anders oder da achte ich jetzt noch mehr drauf als davor auch, dass ich schon so in den normalen Mahlzeiten, gerade vor Trainingseinheiten, die mehr Kohlenhydrate verbrennen als andere Trainingseinheiten, dass ich dann da schon auch drauf achte. Also zum Beispiel, heute ist Montagabend. Heute habe ich eigentlich nur Lit trainiert, deswegen waren Kohlenhydrate jetzt nicht so relevant. Morgen hingegen werde ich 3x8x30-30 fahren und Sweet Spot. Das heißt, ich habe heute Abend, wir haben Nudeln gegessen vorhin mit Tomatensauce, habe ich geschaut, dass ich da ordentlich zuführe und werde auch morgen beim Frühstück nach der Schwimmeinheit dementsprechend kohlenhydratreich zu mir nehmen. So viel dazu in den nächsten Videos. Jetzt im Januar kann ich schon mal so viel sagen, ich werde schon ein bisschen was aus dem Training auch filmen, vor allen Dingen, wenn ich draußen Rennrad fahre, aber irgendwie habe ich so überlegt, okay, was zeige ich jetzt im Januar in den Wintermonaten, wo ich wahrscheinlich auch nicht ins Trainingslager fahre, was zeige ich für Videos, klar, ich kann irgendwie die 100. Montage vom Fahrrad machen, wie ich irgendwie bei Swift sitze, 1-2 Swift-Einblicke geben, aber ist jetzt auch nichts, was man bisher auf dem Kanal nicht schon 20 Mal gesehen hat, natürlich auch jetzt. Die Sachen, die ich jetzt mache, klar sind es, dass es irgendwelche Fitness-YouTuber und so auch schon vor 2 Jahrzehnten gefühlt gemacht haben. Aber es hat auf dem Kanal ein bisschen was anderes. Also ich werde ein bisschen mehr, glaube ich, so zum Thema Ernährung oder Alltagsernährung, weg jetzt von der rennspezifischen Ernährung, euch zeigen. Und hoffe, dass es euch Spaß macht und interessiert. Und verabschiede mich jetzt in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.